En zo gezien dacht ik blim bij Efezer. Efezer kapitel 4. Vers 1. En dat handelt vooral over het thema die eenheid onder de Christen. En had dan geëindigd met die Herrlichkeit, die Gott offenbart hat durch die Gemeinde und dass Herr Jesus Christus in Kapitel 3, 21 Ehre sei in die Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und die nächsten Versen sprechen dann vor allem über das Wichtigste, Kapitel 4, Vers 1. So ermahne nun ich, Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt, eure Berufung, darin ihr berufen seid. Nou, dat is wandelen. Dat is, het was, we hebben de eerste kapitel besproken in Efeze over zitten. Een kind vangt aan te zitten. Een baby liet hem eerst en dan zit ze erin. Dan valt ze aan te krabbelen en dan vangt hij aan te wandelen. Dat is ook zo in geistige hinsicht. Dat je komt van geloof en de Heer vraagt niet veel van je. Hij vraagt alleen dat je zit en zuhört, wie Maria aan de voeten Jezus zich gezet had. En zugehört had. Und dann man genießt das, was man bekommen kann. Ein kleines Kind, so die Kleine von uns, die Sharon, ja, das ist ein witziges Ding. Alle Babys sind witzig und liebe Dinge. Und ja, die will einfach nur gekuschelt werden, was Nahrung haben und schlafen und weiter eigentlich nichts. Und man hat auch nichts von so einem Ding, so ein kleines Baby. Und das ist eigentlich in geistlicher Hinsicht auch so. Wir sind gesetzt zu seinem Rechten im Himmel. Epheser 1, 22, gesetzt zum Haupt, die Gemeinde über alles, ist dem Herrn gesetzt. Und in Epheser 2, Vers 6, wir sind mit ihm oder samt ihm auferweckt und samt ihm oder mit ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christus. Das heißt, wir sind in ihm und lassen wir davon genießen, davon ruhen, darin ruhen. Nach der Auferstehung Jesu Christi ist der erste Tag auch ein Ruhetag. Hè? Sonntag ist der erste Tag der Woche. Das fängt an mit Ruhe. Und danach musst du 6 Tage schaffen. 6 Tage. Stimmt, 6 Tage schaffen. Und ein Arbeitstag in der Bibel ist ja 12 Stunden. Kannst du nachgehen, das ist eine normale Arbeitswoche. In der Bibel ist 6 mal 12 ist 72 Stunden. Schaffen. Und wir haben dann jetzt 42, 44 oder so etwas. 42. Und das ist schon mehr als die Österreicher. Die sind auf 8, Deutsche sind auf 38, glaube ich, 36. Das haben sie durchschnittlich. Ist die Hälfte. Ja, ich fahre von so. Weißt du, die haben die Hälfte dann von einer Arbeitswoche in der Bibel. Das heißt, Mann und Frau müssen zusammen arbeiten und die Kinder gehen zum Staat, die sorgt schon für die Kinder. Und die versaut dann natürlich die Kinder so. Also, es ist schon wahr, man kann erstens sich setzen und genießen und danach kommt dann das Wandeln, wie in Epheser 4 und 5. Kijk, über den Wandel. Wie kan man praktisch nun umsetzen, was man in geistiger Hinsicht schon in die Position in Christus bekommen hat? Man sieht auch zum Beispiel in Epheser 4, wenn ich weiter, Vers 17. So sage ich nun und zeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Vers 22 von Epheser 4. So legt nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, die durch Lust im Irrtum sich verderbt. Also das ist alles das Wandeln, Vers Kapitel 5, Vers 2, wandelt in der Liebe, Kapitel 5, Vers 9, wandelt wie die Kinder des Lichts. Also das ist praktisch umsetzen, was man schon in geistlicher Hinsicht bekommen hat. Darin eigentlich fängt Epheser 4, Vers 1 an, das heißt, den Herrn versuchen nachzufolgen. Wie es sich gebührt, wir haben eine Berufung, ein Ruf, es ist im Nachfolgen. Wir haben auch einen Beruf, das ist Metzger, Versicherungsvertreter, was er alles auch tut, mit Freude Dinge zu arbeiten und so weiter. Aber das ist nur um Geld zu verdienen, das ist nicht eure Berufung. Die Berufung, glücklicherweise, ist wandeln, wie es sich gebührt, als Christ. Ja, da ist mit verbunden, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und Vertrag einer der anderen in der Liebe. Es fängt an mit Demut. Demut ist jemand, die. Das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Hochmut ist hochnäsig, da mit der Nase in der Luft. Und Demut ist jemand, die ja, sich nicht groß fühlt, die sich eigentlich niedrig fühlt oder sich erniedrigt hat.
und nicht sich selbst erhöhen möchte, aber weil er bis der Herr ihm erhöht. Und dann damit verbunden ist Sanftmut. Das heißt, dass man einen sanften Mut hat, ein geduldig ist, einander ertragen kann, nicht direkt ausrastet. Das sind sanftmütige Menschen. Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Aber das war auch nach 40 Jahren Wüste. Das hat er lernen müssen. Er war von Natur ein sehr aufregender, sehr zorniger Mensch. Und Gott kann oft durch Leiden und Trübsale uns sanftmütig machen. Und das gehört auch zum praktischen Christenleben. Mit Geduld. Das hassen wir nicht, Geduld. Weil wir sind in einer Gesellschaft, die muss direkt zahlen, als Mastercard. Ich will das nun direkt haben. Hier ist mein Mastercard oder Visa-Card. Wir haben Internet, ich muss direkt einen Antwort bekommen. Ich schaue auf Wiki noch was. Und dann sehe ich es direkt. Das ist die Idee heute. Ich muss es direkt haben, es ist kein Geduld mehr. Und der Herr sagt oft, dass er Geduld ausarbeitet in unserem Charakter, in unserer Seele. Und das geht oft durch Leiden und Dinge, die gehen genau nicht, wie du möchtest. Israel musste auch Geduld lernen. Israel konnte direkt von Ägypten in Kanaan gehen, wenn sich einfach der Weg der Philister genommen hat oder der Weg der Ägypten genommen hätte, dann hätten sie relativ schnell dort gewesen, aber sie dürfen es nicht tun, weil Gott möchte sie einige Lektionen lernen. Das heißt, oft lasst der Herr dich einen Kreis wandeln. Das habe ich leider auch oft mitmachen müssen. So ungefähr. So hier. Das. Also wenn wir hier so den Nilfluss haben, hier so in Ägypten, dann mussten die Juden Israel von hier, sie konden eigentlich direkt, bestens durch, zo hier schon reingehen. Dat is de kürzeste route. Dat is het niet gedaan. Aber, zeg ik nou een keer zo, zo, en dan zo, en dan zo, en dan hier zo, entschuldigen, gaan ze hier rein. 40 jaar. Dat kan ik een paar wochen of zo. Ja, waarom doet God dat? Om ons iets te leren. Want wie hebben een harde kop? Die zegt, ja, du bist een Hollander, dat is een harde Käsekopf. Dat stimmt. Maar die Schweizer hat, denk ik, ook een paar harde Köpfe. En dat is tragisch, dat man af en toe sagt, zurückschaut als Christ ook. Man, heb ik zo lang gebracht, om dat te leren. En niet hier. Ik meine, hier is het allemaal relativ schnell rein. Aber das ist ein Überherzubezeugen, wie er sagt, Mann, nun sehe ich es. Er sagt, ja, dafür habe ich dann 3 Jahre gebraucht. Oder 40 vielleicht. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir haben ein sehr böses und verstocktes Herz. Und ja, das ist unser größter Feind. Und die Dinge, die hier erwähnt werden, Demut, Sanftmut und Geduld, das sind Herzenssachen, haben nicht mit dem Leben zu tun. Und einander vertragen in der Liebe. Einander vertragen. Nou, wenn es ein Ding ist, das wir in unserer Gesellschaft nicht lernen, ist einander vertragen. Du musst mal sehen mit Fußball. Das kenne ich dann ein wenig. Wie Schiris, was ist damit passiert? Die werden attackiert, die werden zusammengeschlagen heute. Jüdische Papa, witzige Bilder, muss man einfach so eingeben, so Schiri und so weiter. Da gibt er eine rote Karte oder ein Spieler, einfach, die fliegt ihm direkt an und schlägt ihm einfach so raus und nieder. Aber das ist ja mehr und mehr normal geworden heute. Dus sie können keine Autorität oder neutrale Entscheidung akzeptieren, auch wenn es gegen ihre Idee geht. Es schlägt einfach drauf. Und das sehen wir auch mehr und mehr in unserer Gesellschaft. Die Kinder sind sehr egozentrisch geworden. Sie können nur mit ihrem Computer etwas alleine tun, aber wenn sie zusammenkommen, ja, ist nur Schlägerei. Die können niemals zusammen etwas tun. Niemals. Und das ist auch eine Sache, die man lernen muss, auch in einer Gemeinde, weil viele von uns vor der Bekehrung haben wir unser Ding getan. Kommt zum Glauben. Nou, dan komt dat punt van wees in navolgen. Nou, dat is schon heute ein Wunder, wenn man das tun möchte. Amen. De meisten tun das nämlich nicht. Amen nach, tun als op, aber folgen nicht wie Jesus Christus nach. Folgsam zu tun. Aber dan komt das zweitgrößte Problem, ist, er sind noch ein paar andere Familien, die möchten das auch tun. Aber, ja, auf ihre eigene Art und Weise, und ja, die denken, dein ist falsch. Und du denkst, ja, was sie tun, ist vollkommen falsch.
Dan moest man zusammen een ander ertragen, vertragen in de Dat is zo einfach. Auch nicht alle gemein. Und das ist doch, was wichtig ist, wir müssen wandeln in diesen Herzenszustand, Vers 2 mit unseren Glaubensbrüder und Schwestern. Wenn ich nochmals hinweisen auf Galater 6, Vers 1. Wenn jemandem fällt, und wir fallen alle ein oder mehrmal regelmäßig, so heißt dann Galater 6, Vers 1, liebe Brüder, so ein Mensch, etwa von einem Fehl übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, den ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ein sanftmütigem Geist. Ein anderer helfen, aufhören, nicht denken, ja, sei beschuld, ist klar, habe ich schon gesagt. Also, hey, das, was können wir tun, um ihm zu helfen, für ihn zu beten, um zu unterstützen. Das ist wichtig. Wenn du das tust und du gehst mal die Schnauze und mach dich keine Sorgen, das passiert mit dir auch, dann ist es schön zu wissen, hey, da ist jemand, der versucht, mir zu helfen. Ich sage nicht, ja, das ist eigene Schuld, nein, um aufzuhelfen, kann ich etwas für dich tun, kann ich dich unterstützen, um eventuell auch deine Last zu tragen. Es scheint, als ob ab und zu der Last einfach zu groß ist. Dann wir sagen müssen, ich pack das nicht mehr. Und seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Das ist ein Fleiß, das heißt, wir sollen uns befleißigen, uns Mühe geben, um die Einigkeit im Geist zu halten. Das ist, die Einigkeit im Geist ist schon da. Wir sind alle auf neuen Gebote des Verband Christus. Da ist eine Einheit. Aber man muss die Einheit auch bewahren. Und das fängt an mit, eine Autorität zu haben, Gottes Wort. Und danach, die Autorität zu akzeptieren, die Gott eingestellt hat. Gott, Jesus Christus, Mann, Frau, in einer Ehe. Und wenn die Autorität stimmt, dann kann man dahin versuchen, den Einigkeit des Geistes zu behalten, durch den Geist des Friedens, mit Sanftmut, Geduld, Demut, Liebe zu ertragen und so weiter. Das ist dann viel einfacher, wenn die Strukturen recht stehen. Und heute sind die Strukturen vollkommen umgedreht. Andere Bibel, nicht mehr Gott, Jesus Christus, Mann, sondern es wird alles umgedreht. Und da kommt Unordnung. Gott ist kein Gott von Unordnung. Wir sind Gott von Ordnung. Und wenn die Ordnung eingehalten wird, ist da auch Friede. Da sagt man auch, ich bin zufrieden. Da muss man jemandem fragen, wer mir, bist du zufrieden? Da muss man in seine Augen schauen, das sagt schon genügend. Die meisten Leute sind nicht zufrieden mit alles, was sie haben. Da haben sie eine neue Frau, einen neuen Mann versucht, neue Freundin, einen neuen Freund, ein neues Haus, ein neues Auto, einen neuen Job. Nicht zufrieden. Und dann denke ich dann, von, weißt du was? Das sind alles Dinge, die Dinge schon versucht, die das Fleisch denkt, wieder zu geben. Warum versuchst du nicht mal die Bibel und Jesus Christus? Nein. Ze hebben schon 30 Mal een nieuwe Freundin, oder een nieuwe Alkohol, een nieuwe Bier, oder was auch immer. Dan gehen ze het 31. Mal, dat is nogmaals versuchen, ob het schon 30 Mal gescheitert is. Ze zeggen niet, ik muss mal vielleicht, ja, diese Gott von de Bibel mal versuchen. Kan doch minimal versuchen, nicht? Nein, dat doen ze dan, de meisten doen dat niet. Die wollen dat ook. In een fremde Welt, nicht? Ik denk immer, ik heb het ook versucht. Ik ben 19 Jahre alt, ik dacht, ja, weißt du, Fußballstudium und so weiter, Party. Ja, ich habe etwas von der Bibel mitbekommen. Ich kann es minimal mal so in so einen Bibelkreis gehen und mal schauen, was sie da zu sagen haben. Die zwei haben besucht und einer, die haben gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Gott besteht. Ja, da habe ich kein Interesse. Ich will wissen, jemand, die sagt, Gott zu kennen, dann muss ich mir mal sagen, wie ich dann Frieden bekommen kann mit diesem Gott, weil ich bin unzufrieden. Ich suche alles mal, ich habe noch niemals Frieden. Und dann habe ich das gehört und gedacht, ja, das kann wahr sein. Die Leute sind zufrieden. Ja, dann ist das, the proof of the pudding is in eating. Ich muss es mal versuchen, diesen Jesus Christus, um zu schmecken, ob er inderdaad gut und Friede gibt. Und das war der Fall. Aber die meisten, die kommen niemals so weit. Niemals. Die wollen das auch nicht. Und die finden auch keine Friede. Sie sind immer unzufrieden. Was auch wichtig ist, Leute, die unzufrieden sind, die haben auch als Christ oft allerlei Überzeugungen über das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das musst du anziehen, das musst du nicht anziehen. Die Katholiken da, mit ihren, sie ist fast nach glaube ich, dann haben sie 40 Tage fast, normal darfst du kein Fleisch essen, nur Fisch, glaube ich, 40 Tage lang, richtig? Gut, die Katholiken seid ihr gewesen, oder nicht? Nur Karfreitag, ja. Nur Karfreitag, aber die 40 Tage Fastenzeit, was tun sie dann? Die sind
Kein Alkohol nur nicht. Cool. Ja, ich war nie ein guter Katholik. Das ist einfach von fast ein bisschen auch so Gott durchgefeiert, ja. Ah ja. Amen. Ja, ja gut. Kann ja auch sein. Aber gut, da sagt er natürlich auch von Cornel, das ist so wie gerade in deinem Leben, ja, du musst einfach auch Schluss sein damit, ja. Aber es gibt auch Christen dann, die sagen dann, ja, dann darfst du kein Fleisch essen, dann darfst du kein Alkohol haben und so weiter. Du musst diese Kleider anziehen und so weiter. Aber das tun sie, das benachrichtigen sie oft, weil innerlich gibt es keinen Frieden. Haben sie äußerliche Dinge, um zu zeigen, ich bin auch also geistlich oder heilig oder so etwas. Innerlich gibt es keinen Frieden. Und das ist schön eigentlich von den Moslemländern, die sagen sie immer, da ist schon ein, wenn ich in Pakistan bin, es ist ein, heißt Sakranan, heißt hier. Das ist ein Bibellehrer, Koranlehrer. Und er gibt alles, was du tun musst als Moslem in Ausland, was du tun darfst, nicht tun darfst. All diese äußerliche, sie haben hunderten Gesetze, die Moslems, unglaublich. Und dann denke ich dann, von was ein Leben ist das dann? Und sie haben noch immer keinen Frieden. Sie kennen keinen Frieden. Sie kennen keine Freude. Ich sehe es oft, ganz einfach. Ich habe einen Ramadan, das war letztes Mal in September. Letzte Tag Ramadan war auch nicht zo wijze. Alle sind voll met teufel, die schauen nicht an, ze zijn bereid om niets te kieren. Und die Leute sind sehr religiös, äußerlich. Die trinken nicht und essen nicht den ganzen Tag, von Sonne auf bis Sonne unten. Hast du mal versucht? Nicht trinken, nicht essen. Hast du mal versucht, einfach nicht zu essen während des Tages? Und dann Sonne unten, du musst mal versuchen. 1, 2, 3 Tage lang. Dan denkst du, unglaublich, wie der Körper verschlaft ist an Essen. Das ist nur noch ein Essen nach 2 Tagen. Das ist schon Essen, wenn der Sonne untergegangen ist. Und danach nicht trinken. In Pakistan. In September. Dat is niet zo einfach. Nou, je kan je voorstellen, na een Monat vasten, dan zien ze niet glücklich aus. Dan denken ze, ze komen na zu Gott, dan hebben ze große Freude und Frieden und so weiter. Dan komen ze dan am Abend, kind sie in de Männer miteinander essen und so weiter. Also, mal. Wenn sie wussten, wie ich war, dan ben ik zo'n 100 Mann gebracht. Dan zitten ze daar, dan komen ze dan rein, dan zitten ze daar, die mag witzen, dat is een goede Zeit und so weiter. Und sie sind einfach so. So schauen sie. Und nicht 20 bis 30 Mann. Und du denkst, die haben Freude. Und du denkst, ich habe es richtig erwählt. Aber du spürst den Hass, du denkst, du hast eine Freude, du kannst normal essen und trinken, du hast gute Gemeinschaft, du machst Witze und so weiter. Und sie sitzen da voll depressiv. Voll depressiv. Das depressive Leute sind, das ist der Ramadan, musst du mal anschauen. Ja. Voll gefährlich auch. Es sind voll viel von diesen Attentaten passieren. Dann. Dann denke ich auch von, weißt du, aber nicht, unser Gott nicht gnädig. Lass uns alles reichlich genießen. Wir können es kleiden, wie wir wollen. Wir haben nicht besondere Kleidungsvorschriften, Essvorschriften, wir brauchen nicht in ein besonderes Gebäude zu gehen, um den lebendigen Gott zu suchen, nach Mekka zu. Wir können einfach in Frieden, in Freude, normal mit den Herren direkt kommunizieren und unser Ding doen. Das ist auch wunderbar, nicht? Ja, einfach, das eigentlich ist. Aber das ist es oft, wenn du dann nach Spanien gehst, nach Santiago de Compostela, all die Leute, die dann ihre Wege tun, das war, wir waren ein paar Wochen her, waren meine Freunde zu Hause, der anklingelt. Er war ein Pilger aus Irland, die ist gekommen aus Irland, um den Jakobsweg zu gehen, nach Santiago de Compostela, in Spanien ist das, um zoveel tausend jaar weniger in het vegevoer te brengen, in Apostel. En nou, ik kwam voorbij, en we hebben zo'n box staan met deze traktaat. En een van deze traktaten is, wie kan de God kennen leren? Jezus is dan van een friedhof, van graf afgestanden. En dan links hebben we Mohammed de graf staan, en de andere zijde is dan Maria. Dat is normaal, want je moet hem geloven. Mohammed is dood. Ja, niet dat hij niet geloven. Maria is dood. Pius XII en de andere in mijn mening gaat om zich te im Himmel zu verherrlichen. Also die Katholik hat das Traktat genommen, klingelt an, blut auf und fängt in Englisch an, zieht meine Frau an zu schreien, das ist auch eine Schande, ja, ich bin hier auf einem Pilgerpfad, ich versuche mich zu reinigen, sieh diesen Traktat, gerade als Mann für die Pilger, nehme das Ding und schaue, Maria tot, und ich bete immer zu sie, jeden Tag, Schande und so weiter. Und meine Frau, ja, Texanerin, das lassen wir auf sie sitzen, die schreit zurück, es ist doch eine Schande, dass eine Bibel nicht mal gelesen, ja,
du Blinde, und schau mal, Jesus Christus ist auferstanden und nicht Maria. Und die ganze Nachbarschaft natürlich. Ja, aber er dachte, dass ich mich auch nicht sehen und so weiter. Und dann, ich schmeiße es da gerade in unserem Haus. Und sie knallt die Tür dicht und natürlich ja, verschlossen. Ich komme nach Hause und da war Frau Hof nicht an und fange direkt an zu beten. Kommt zu Hause, in unsere Garten. Alle Traktaten in der Reise mit der Hahnen, mit dem Zement, alle über diesen kleinen Teil, weißt du, den Teil in den Hund geht, da in den Garten gestellt. Was war das Problem da? Die haben ihren Mann gerade keinen Frieden mit Gott. Er wurde beleidigt, weil, ja, Maria ist tot. Kannst du dir vorstellen, was ein Moslem tut? Oder was eine Milliarde Moslem tun? Wenn wir sagen, Mohammed ist tot. Da wurde ein Mädchen in Pakistan für Blasphemie angeklagt und auf die Todesstrafe gegeben, weil sie gesagt zu ihren Moslemverwandten, nein, ich gehe nicht mit zu euch in die Moschee, weil Mohammed ist tot und Jesus Christus lebt. Ja, das stimmt auch, das ist auch nach dem Koran korrekt. Aber das war Blasphemie. Kein Frieden mit Gott. Fürs Kleinste, wenn man keine Frieden mit Gott hat, haben wir andere Götzen. Das können Dinge sein, das können Menschen sein, eine Maria oder ein Mohammed. Und wenn die attackiert, ja, dann fliegen sie vollkommen aus. Das heißt, die Leute haben auch unreine Geister, den Teufel in sich, die dann ausrasten. Und ja, ich denke, die haben Frieden mit Gott, müssen versuchen, diese Einigkeit in Geist, in de Band des Friedens zu halten. Ein Leib und ein Geist, sagt er in Vers 4, wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eurer Berufung. Es ist Geist, also ein Leib, das Leib von Jesus Christus, nicht zwei Leiber, ein Leib. Das hat, Leib hat relativ früh angefangen, da beim Kreuz von Golgotha, und hat dann erwähnt als ein Geist, ein Heiligen Geist. Und wie ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung, euer Berufung. Die Hoffnung ist, dass Jesus einmal zurückkommt, um uns heim zu holen. Und die Kontext in Epheser 4 hat nichts zu tun mit was für Arten von Herren und Götter und Taufe es gibt. Es gibt viele Überzeugungen, Glauben, aber nur ein echtes, wahres Glauben. Es gibt viele Herren oder Götter, aber es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt 7 verschiedene Taufen, aber nur eine wahre Taufe, die rettend ist, die Geistestaufe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil zum Beispiel nehmen wir in Psalm 82, dann wird es nochmals erwähnt. Es gibt mehr als einen Gott. Stellt ihr noch, du gehst nach Indien, haben wir 100 Millionen Götter. Psalm 82, Vers 6. Dort sagt Gott auf Seite 832, ich habe wohl gesagt, ihr seid Götter. Und allzumal Kinder des Höchsten. Aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Das sind die Kinder Gottes. 1. Mose 6, Job 1 und 2. Die gefallen sind und ja, wie Menschen gestorben sind. Durch die Sintflut unter anderem. Ihr seid Götter, es gibt mehr als ein Gott. Das sind die, ja, die Kinder Gottes, die dann bei den Griechen und den Römern nach unten gekommen sind und man hat sie genannt Zeus und Poseidon und Hera und Athene und Minerva und so weiter. Wir sehen, dass es der Teufel ist auch ein Gott, der Gott dieser Welt. Und er hat große Macht, geht rondom die einen brüllende Löwe. In 2. Korinther 4, Vers 4, da wird genannt, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Das ist der Gott dieser Welt. Das ist der Teufel. Dann lesen wir in 1. Korinther 8, Vers 5. Jawohl, es sind die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, sieht man, es sind viel Götter und viel Herren. Es gibt viel Götter. Die sind auch mächtig. Aber nicht so mächtig als unseren Gott, Jesus Christus. Das ist ein Unterschied. Und dann sagt er in Vers 5 von Epheser 4, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es gibt 7 verschiedene Taufen.
Wir können sie kurz erwähnen, aber es gibt in Matthäus 3, glaube ich, Vers 11 und Vers 12, da ist die Taufe von Johannes und die Taufe mit Feuer. Keiner braucht mit der Taufe von Johannes getauft zu werden. Taufe mit Feuer ist nicht mehr so die Hölle. In Apostelgeschichte 2 wird Israel getauft mit einer anderen Taufe als wir. Wir werden getauft in den Namen von Jesus, der Herr Jesus. Wir werden getauft in den Namen des Vaters, Sohn und Heiligen Geistes. Und in 1. Korinther 10 haben wir eine Taufe, wo Israel in Mose getauft wird, dus durch das Rote Meer gegangen sind. Das haben wir nicht mitbekommen. In Matthäus 20 sagt Jesus Christus, er muss eine Leidenstaufe untergehen, um das Leiden für uns am Kreuz zu tragen. Es sind schon 1, 2, 3, 4, 5 Taufen. Die sechste Taufe ist in Matthäus 28. Dass die Jünger, die Apostel müssen die Jünger taufen im Namen des Vaters, Sohn und Heiligen Geistes, die auch ihr getauft mit Wasser. In sechs verschiedene Taufen. Taufen. En die eine ware Taufe, die rettet. Keiner van deze sechs Taufen rettet. Die einzige, die rettet, is die Geistestaufe. In 1. Korinther 12, 13. Oder hier, Epheser 4, Vers 5. Eine Taufe, die rettet, is een Geistestaufe. Keine Wassertaufe. Viele Leute, die sagen dan, ja, es ist eine Wassertaufe. Ich bin ja, das heißt, muss das Kind bespringen, das reicht schon. Aber erkläre mir, wo in Kapitel 1, 2 und 3 von Epheser und 4, 5 und 6 Wasser. Wo steht das Wasser dargestellt wird? Das gibt es nicht. Es ist über den Geist gesprochen. Ein Geistestaufe, ein Leib und ein Geist in Vers 4, Vers 3, die Einigkeit im Geist. Das ist ein Geistestaufe, die man bekommt durch den Glauben alleine an Jesus Christus. Das ist die wichtige Sache mit die Taufe hier. Nun sagt in Vers 6, ein Gott und Vater unser aller, der da ist über euch alle und durch euch alle und in euch alle. Er ist über uns alle, wie in Epheser 1, Vers 20 erwähnt wird, hat ihn gesetzt zu einem Rechten im Himmel, das ist über uns, das ist in Verlängerung von Richtung Polarstern. Er ist zweitens in Vers 6, durch euch alle, in Kapitel 1, Vers 23, lesen wir, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Wir sind alle Teil von seinem Leib. Er ist durch uns, wir sind in Christus, er ist in uns. Und schlussendlich in Vers 6 lesen wir, er ist in euch allen. Epheser 3, Vers Kolosser 1, 27, Christus ist in uns, durch die Herrlichkeit. Also das ist das Besondere von unserem Gott. Über uns, durch uns, in uns. Und das kann auch nicht sagen. Ja, Vers 7, einem jedlichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Darum spricht er, er ist aufgefahren in die Höhe, hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aufgefahren ist, was ist es? Dass er zuvor ist in untergefahren, in den untersten Örter der Erde. Der in untergefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi erbaut werde, bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glaube und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maß des vollkommenen Alters Christi. Also Gott hat Gaben gegeben. Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Abhängig vom Glaube, das sie haben, um diese Gabe zu geben. Und dann sagt er, er ist aufgefahren in die Höhe. Das Gefängnis gefangen geführt. Und den Menschen Gaben gegeben. Und er war dann zuvor, Vers 9, erst hinuntergegangen. Was ist das? Jesus Christus ist in der Tat gestorben und begraben. Er sagt es auch in Matthäus Kapitel 12, Vers 40, dass er drei Tage und drei Nächte inmitten der Erde sein soll, wie auch Jonas war, drei Tage und drei Nächte inmitten der Erde.
Matthäus 12, Vers 40 lesen wir. Gleich wie Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein. Na, was hat er denn mitten in der Erde getan? Was war da mitten in der Erde? Wir wissen, sein Geist ging zurück zu Gott, weil er sagte, Vater, in deinen Händen empfehle ich meinen Geist. Das Körper ging im Grab. Das ist nicht mitten in der Erde. Das heißt, seine Seele muss gegangen sein in mitten in der Erde. Na, das stimmt auch. Aber wir sehen bezüglich die Seele Jesus Christus nach seinem Tod in Apostelgeschichte 20, Vers 27. Du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, auch nicht zugeben, dass ein Heiliger die Verwesung sehe. Und in Vers 31 hat es zuvor gesehen und geredet von der Auferstehung Christi, dass seine Seele nicht in die Hölle gelassen ist und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Das heißt, er ist in die Hölle gegangen und du sagst, was hat er in die Hölle getan? Na, er hat dort deine Sündenlast mitgenommen. Weil am Kreuz Golgatha wurde er zur Sünde gemacht. Stärker noch, er hat in seinem Leib deine Sünden genommen. Problem ist, wenn er aufgestanden ist, waren die Sünden nicht mehr da. Sie waren noch in seinem Körper, wenn er starb. 1. Petrus 2, 24, welcher unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leibe auf dem Holz. Die Seele Christi wurde zum Sünde gemacht, 2. Korinther 5, Vers 21. Und in Jesaja 53, Vers 10 lesen wir, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Samen haben. Sein Leben wurde zum Schuldopfer gegeben. Also er wurde zum Schuld gemacht am Kreuz Golgatha. Die Sünden wurden auf ihm gelegt. Und dort hat er die Sünde gelassen. Also man kann es vielleicht so zeichnen. Hier sein Geist ging zurück zu Gott, das Leib ging in die Erde und hier haben wir die Hölle und seine Seele sind mitten in der Erde, in der Hölle gegangen. Aber er war in Gefangenschaft. Was für eine Gefangenschaft? Es geschah eine Gefangenschaft, was von Adam bis der letzte Adam, der ist von Christus, gelebt hat und als Gläubig gestorben war, war hier in Abrahams Schoß. Hat gepredigt in Abrahams Schoß, 1. Petrus 3, hat damals Gefangenschaft gefangen genommen, ging in die unterste Erde der Erde, da wurde die Sünde last hinterlassen. Er ging von Hölle in Abrahams Schoß oder Paradies. Hat als Gefangenschaft gefangen gefühlt. Wo? In der Höhe. Verse 4, Vers 8 und 9, glaube ich. Weil nun, sagt 2. Korinther 12, Vers, glaube ich, 1 bis 3, ist das Paradies im dritten Himmel. Oh. Hat de Geist im Gefängnis angepredigt. Er hat de Schlüssel genommen. Offenbar 1, Vers 10, glaube ich. De Schlüssel genommen. Von der Hölle. Und des Todes, vom Teufel. Sie gegangen und ins Gefangenschaft gefangen genommen. Das hat er getan. Und am Moment, dass Jesus Christus
auferstanden ist, dann ist er hingegangen zu seinem Vater. Wann war das dann? Na, er ist Mittwoch gekreuzigt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntagmorgen auferstanden und dann kommt Maria zu ihm. Und Maria sagt, ich möchte dich berühren. Und was sagt Jesus Christus dann? Er sagt, nein, darfst du doch nicht tun. Du darfst mich nur berühren, nachdem ich aufgefahren bin zu meinem Vater. Johannes 20, Vers 17 lesen wir. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Aber wenn ich weiter, dann dürfen sie ihn berühren. Sterker nog, am Abend dezelfde Sabbat zeigt er seine Wunde und so weiter. Das heißt, er ist relativ schnell nach oben und unten gegangen. Und was ist dann passiert da? Ich glaube, nachdem das passiert ist, wenn er aufgefahren ist, dann sind die Gräber aufgegangen und die alttestamentlichen Heiligen erschienen in der Stadt. Einige sind aufgefahren, einige sind erschienen, nachdem sie aufgestanden sind. Ich glaube, die Referenz dafür ist in Matthäus 27 irgendwo. Ja. Und der 27, Vers 52 und 53. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und stunden auf wie Leiber der Heiligen, die da schliefen und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung. Nach seiner Auferstehung. Nicht gleichzeitig mit der Kreuzigung, das ist nicht am Mittwoch, aber Sonntagmorgen. Und kam in die Heilige Stadt und erschienen viele. Ja, wer war das dann? Hat das Gefangene gefangen genommen. Er ist aufgestanden, kam hier, ist dann Sonntag aufgefahren, hat die Gefangenschaft gefangen genommen und ein Teil von diesen alttestamentlichen Heiligen sind körperlich aufgestanden, in der Stadt erschienen und danach, weil die nicht mehr gestorben sind, die sind dann wahrscheinlich entrückt worden, vermute ich, kann nicht beweisen, aber das vermute ich hier. Und das ist in diese Passage gelegt in Epheser Kapitel 4. Er ist aber erst aufgefahren, Vers 9. Was ist er? Er ist zover untergefahren, in de unterste Örter der Erde, Hölle, Abraham Schuss und Paradies. Der in untergefahren ist, das ist derselbige, der aufgefahren ist über alle Himmel. Über alle Himmel, erstens alle Himmel, dritte Himmel, das ist Paradies nun. Auf dass er alles erfüllte. Und dann hat er gesagt, es hat verschiedene Männer gegeben, um sein Leib zuzurichten. Oder auch er zu erbauen, Vers 12. Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. We zullen das nächste Mal was mehr in Detail besprechen, aber ich kann auch sagen, Apostel und Propheten gibt es nicht mehr. Evangelisten, Männer, die rondom reizen, Gemeinde ermutigen und so weiter, gibt es vielleicht noch ein paar. Aber meistens gibt es Hirten und Lehrer. Und schau, da ist kein Komma zwischen Hirten und Lehrern. Ein Hirte, ein Pastor soll fähig sein, das Wort zu unterrichten, zu unterteilen, Recht zu teilen, zu nahren. Wenn das nicht kann, kann er wirklich nicht viel. Es ist eine Bedingung für einen Hirte. Er muss das Wort unterrichten können, die Schafe nahren können. Und das Ziel ist, dass das Leib Christi erbaut wird. Oder dass du als Heilige zugerichtet wird zum Werk des Amtes. Ein Amt für dich, eine Aufgabe. Und die Aufgabe als Evangelisten, Hirten und Lehrer ist, dich dazu zuzurichten, auf dass du zu einem vollkommenen Mann werdest und zu einer Glauben und Bekenntnis von Gottes Sohn wirst in Vers 13. Das ist das Ziel und das möchte der Herr tun. Und deswegen, glaube ich, haben wir sein Wort bekommen. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Wir beten, dass du uns segnet und gut nach Hause führt. Danke nochmals für deine Gnade. Danke für deine Barmherzigkeit und Geduld mit uns. Gib uns auch, uns untereinander recht zu benehmen, einander in Liebe und Demut und Sanftmut zu ertragen. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen.